Ja, hallo, liebe 0M-Freunde, der Johannes und ich. Wir wollten euch mal an dieser Stelle die kleinen Güterwaggons von Jaffa vorstellen. Zum einen der geschlossene Güterwagen und zum einen der kleine offene, die so auch auf der Hohenlimburger Kleinbahn und auch auf der Plettenberger Kleinbahn im Einsatz waren. Der geschlossene Güterwagen lässt sich schön mit geöffneter Tür darstellen, sodass man auch wunderbar kleine Transportgüter einstellen kann. In meinem Fall sind das die Pappkartons und die Paletten von Zapfmodell. An dieser Stelle nein, wir bekommen keine Prämien der beiden Anbieter, aber es sind schöne Bausätze und die bei uns immer wieder Verwendung finden. Bei den Güterwaggons müssen noch von Schnellenkamp die Radsätze mitbestellt werden. Die laufen ganz hervorragend. Und als kleines Update, das kann aber jeder selber entscheiden, wie er das machen möchte, habe ich die Zäunertkupplungen gewählt und von Adi die Bremskurbeln. Das ist der offene Güterwagen mit Kohlenstaubresten. Ja, wie schon erwähnt, die Waggons laufen sehr, sehr leichtgängig. Hier wird das kleine Betriebsdiorama noch weiter ausgebaut. Das wird dann an einem späteren Zeitpunkt mal noch einmal vorgestellt. Dieses Diorama soll dann nur für Foto- und Präsentationszwecke dienen. Ich habe bewusst auf eine Weiche verzichtet. Dafür kommt hinten ein kleiner Schattenbahnhof, ein Mini-Fiddle-Yard. Und dann kann man wenigstens mal ein bisschen hin und her rangieren. Zurzeit ist der neue Personenwaggon von Jaffa bei mir im Bau. Da bin ich noch nicht ganz so weit. Wenn der fertig ist, dann werde ich den an dieser Stelle auch gerne noch mal vorstellen. Ich bin gespannt, wie der wird, aber ich glaube, der wird genauso gut wie die anderen Waggons. Und auf der Plettenberger Bahn sind diese Originalwagen ja noch bis Ende der 50er Jahre eingesetzt worden. Und dann ist das eine schöne Bereicherung für unseren Fuhrpark. Ja, auf jeden Fall erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bleibt weiterhin am Ball bei unserem Kanal.